Weil es die war, die am beliebtesten, am auffälligsten, am schönsten, am meisten von den Menschen beachtete und auch städtebaulich, ästhetisch wunderbare Lage. Dieses konnten wir gar nicht glauben, dachten, da gehen wir los und da gewinnen wir auch. Und wer solche Riesenbäume fällt, ist und bleibt trotzdem ein Zwerg. Kleinmütige Kleingeister, kommunale Sicherheitshysteriker vernichten ein Lebewesen mit der Begründung nicht ausreichender Sicherheit. Das ist naturverachtend, das ist menschenverachtend, denn wir sind immer noch ein Teil der Natur. Das ist der Stil von Trump, selbstgefällig. Auf kommunaler Ebene zerstören diese soziopathischen Handlungsweisen demokratische Reste und demoralisieren weiter. Worüber können wir uns noch wundern, wenn die Wunder der Natur rundum systematisch vernichtet werden aus Profitmaximierung und Sicherheitswahn? Hoffentlich fällt diesen Leuten, die diese Zerstörung, diesen Mord hier zu verantworten haben, nicht ein Dachziegel ihres Hauses, ihres Lofts oder unseres historischen Rathauses auf den Kopf. Hoffentlich wehren sich endlich mehr und auch vor allem junge Menschen gegen dieses falsche System, denn die Welt in all ihrer Schönheit gehört uns allen. Also meiner Meinung nach ist es eine der schönsten Pappeln gewesen. Es ist zwar nicht eine der dicksten von Europa, die dicksten haben etwa 12 Meter Stammumfang und sind aber schon gegen die 200 Jahre alt. Also man weiß ja oft gar nicht, wie alt die Bäume werden. Und diese Pappeln ist nicht sicher jetzt im Winterzustand. Es ist schwer zu beurteilen, ob es ein Hybrid- oder Schwarzpappeln ist, aber das ist in dem Sinne nicht gross entscheidend. Ist einfach von der Kronarchitektur extrem attraktiv gewesen. Es hat also 7 einzelne Hauptäste gehabt, 5 sind noch übrig geblieben, wir hatten 2 schon mal abgeschnitten gehabt. Und das hat natürlich dem Baum extrem geholfen von der Standsicherheit und von der Vitalität auch, weil er im Vergleich zu anderen Pappeln schon mal sehr viel kürzer war. Wir hätten ihn können abnehmen und hätte in dem Sinn eigentlich den Baum können klein halten als Kopfbaum. Man sieht, es war sogar vollholzig, also der Baum war absolut vital. Mir völlig unbegreiflich, wie man so einen gesunden, vitalen Baum kann als gefährlich einstufen kann. Das hat man mit relativ einfachen Mitteln beheben. Also es hat ein paar Mängelstellen, wie das normal üblich ist eigentlich bei alten Bäumen. Wir haben hier zum Beispiel eine Höhlung. Das ist nicht nur negativ, das heisst, der Baum ist hohl. Es ist auch eine wichtige Gewichtsentlastung. Der Baum wird durch das leichter. Er hat das aber wunderschön kompensiert. Man sieht auf der Seite sogenannte Kompartimentierungslinien, also Überwallungen, wo er reagiert. Es gibt auch Reaktionsholz. Man sieht es am Zuwachs von der Borken und so weiter. Auf dieser Seite haben wir beispielsweise auch aus schlafenden Tiefknospen Nachtrieb von jungen Zweigen, also auch ein Vitalitätszeichen. Und da zum Beispiel sogenannte Würgewurzeln, die jetzt von der Statik her nicht ideal ist, aber der Baum scheint es da eigentlich relativ gut zu kompensieren mit den seitlichen Wurzeln, also das war kein Problem gewesen. Wir haben ja vor allem nebst dem Zugholz auf der Seite hinten nur noch Druckholz, also der Baum wird in dem Sinne eigentlich aufrecht gedrückt. Und das ist eigentlich alles im Lot gestanden, letztendlich auch mit der Kronenarchitektur und so weiter. Die Wertvorstellung insgesamt von der Landschaftsarchitektur verändert sich krass. Also es ist halt wie ein Symbol von der früheren Zeit, der Kultur, alte Bäume stehen zu lassen. Die scheint mir langsam verloren zu gehen. Wenn ich jetzt so die Betonblöcke anschaue, sei dahingestellt, ob man das schön findet oder nicht. Aber da merkt man natürlich schon ganz klar, dass sich da das ganze Landschaftsbild im Wandel ist. Und so passt wahrscheinlich so ein alter Baum passt einfach nicht mehr in das Konzept. Möchtest du nachher? Also gut. Nein, ich dann nochmal mit. Aha, so, okay, also. Und das war immer mein wunderbarer Radweg zum Schänzle, zum Baden. Und habe mich jedes Mal an diesem Baum erfreut. Ich habe mich auch an den anderen Pappeln erfreut.
die 1999, 2012 dann gefällt worden sind, weil ein Baum war umgefallen. Ja. Dann müssen natürlich alle weg, ist doch logisch. Ich war gestern bei der Fällung dabei, man sah, das sieht man jetzt nicht mehr, man sah, dass der Baum völlig gesund ist. Aha. Ich halte das für eine absolut überalte, durchgezogene, verkehrte Entscheidung. Okay. Früher gab es hier nur Pappeln. Jetzt denke ich mir, ist ein Grund, warum gefällt wird, damit das nicht mehr auffällt. Ja? Mein persönlicher Grund ist, weil ich die Argumente schlecht fand, sozusagen ein alter Baum muss nicht gepflegt werden. Mhm. Ich bin selber alt, ich möchte nicht ins Krematorium kommen, in die wie der Baum, nur weil ich einen Rollator brauche. Ja? Ja. Also dieser Baum ist Jahre nicht gepflegt worden, er ist nicht gesichert worden und also ich hätte das gerne in meinem Alter, dass ich gesichert werde und dass ich gepflegt werde und das finde ich einfach ein rücksichtsloses, auch unmenschliches Vorgehen. Dieser Baum hier ist für mich einer der, ich sage jetzt mal, das ist eine Baumpersönlichkeit. Und diese Baumpersönlichkeit, wenn die jetzt weg ist, dann fehlt hier irgendwie was. Also man spürt das, man sieht es auch. Plötzlich ist mir gestern aufgefallen, dieses wirklich scheußliche Gebäude, das wird jetzt von drüben sozusagen in seiner ganzen Scheußlichkeit überhaupt erstmal präsent, weil dieser Baum ist jetzt weg. Ja, die Sichtverhältnisse sind völlig anders. Von der Rheinbrücke dort, von dort, plötzlich verändert sich die gesamte Topografie hier sozusagen. Ja, ja. Meine Gedanken sind jetzt in sehr philosophische Richtung, weil ich Politikerin eigentlich auch bin. Und ich dachte, wenn der Umweltausschuss, der sollte uns ja retten mit seiner Abstimmung, weil die technischen Betriebe, die hauen halt Bäume ab, das wissen wir. Aber dass die Menschen im Umweltausschuss, die von uns gewählt, dass die mit einer Kaltblütigkeit, die der Kaltblütigkeit der Verwaltung total gleicht, dass die denen folgen. Das hat mich schwer beeindruckt. Also dass da eine Angstmache war von der Verwaltung her, von den technischen Betrieben. Über die Bäume wurde nur eine Negativfokussierung. Also es hieß nur, wie die gefährlich sind, irgendwelche komischen Fäulnisse. Gott sei Dank hat man Fabian Dietrich, der uns gesagt hat, faul ist normal beim Baum, hohl ist normal beim Baum. Nur Angstmacherei und dass das übergesprungen ist auf 7 Abgeordnete, also 7 Räte heißt es hier, und dass 7 Stadträte dem gefolgt sind, dass wir von der überhaupt nichts mehr wissen wollen, ohne einmal nach dem Gutachten von Fabian Dietrich, das war ja bekannt alles von der Presse, ohne einmal unseren Antrag, was für ein schöner Baum das ist, dass der zum Denkmal werden soll, überhaupt erwähnt zu haben. Ich bin ein biophiler Mensch. Ich liebe die Bäume. Und zwar nicht nur von der ästhetischen Seite her, auch von der sozialen Seite, aber besonders von der biophilen Seite her. Denn wenn wir uns fragen, wie könnten nicht existieren, wenn wir keine Bäume hätten? Alle diese Sachen, die Insekten, die Tiere, die Pflanzen, alles hängt miteinander, steht und lebt miteinander in Beziehung. Das kommt nicht genug zur Sprache. Immer nur die Schönheit und die Emotionen. Nein, das sind unsere Atemspender. Das muss man doch mal bedenken. Und die Städte mit DTE, die werden immer kälter, die Fenster immer kleiner, augenblicklich wie Schlitze nur noch. Der Mensch vertreibt die Natur nicht nur äußerlich, sondern auch aus sich. Und ich denke mal, der technikgeschulte Mensch, der weiß gar nicht, was er tut. Der verdrängt die Natur immer mehr und verlässt dadurch auch sich selber. Ja? Er vergisst sich. Er vergisst die Natur und sich selber. Und irgendwann mal wird sich das rächen. Also bin ich froh, wenn Menschen dabei sind, die dafür kämpfen, dass der Ausgleich stattfindet, dass die Beziehung erhalten bleibt.
Das ist mir sehr wichtig, die drei Aspekte. Und wenn ich so einen Baum hier sehe, 6,50 Meter Umfang, 6 Meter, hier bei unseren Kleinen mit 80 Jahren, ja, also und den zerschneidet man, richtet man hin, also das ist wie eine richtige Hinrichtung. Als ich den sah, ich dachte, ich sehe nicht recht. Kein Zweiglein wurde mehr gelassen, um eine Friedenstaube mit dem Zweiglein zu füttern. Nichts, ganz ratzeputz, alles weg. Und das zeigt die Brutalität eigentlich der Menschen heute schon. Und mit der Technik, denke ich mal, das wird immer schlimmer werden. Also umso mehr bin ich froh, wenn Menschen sich engagieren für die andere Seite. Damals wie heute empört mich das Vorgehen der Stadt, was systematisch die Gefahr, die von Natur, von den Bäumen ausgeht, überhöht. Es wird die Angst geschürt, es könnten Leute beim Sturm von rappelfallenden Ästen getroffen werden. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, auf dem Weg zu den Bäumen von einem Auto angefahren zu werden oder von einem Dachziegel getroffen zu werden, sehr viel höher. Und diese systematische Blindheit oder diese systematische Überbewertung von der Gefahr, die von Natur ausgeht versus der, die von Menschen ausgeht, die ärgert mich. Und dass das eben immer wieder instrumentalisiert wird von Seiten der Stadt, um Entscheidungen zu rationalisieren, die wahrscheinlich eher gestalterischen Entscheiden zugrunde liegen oder finanziellen Gründen, dass die Stadt in diesem Fall einfach nicht bereit ist, das Geld für die notwendige Pflege zu übernehmen. Statt das einfach so klar auch auszudrücken, wird dann eben gerne die Gefahr heraufbeschworen, dass da was passieren könnte und sich darauf berufen. Und außerdem ist es, finde ich, in diesem Fall bei der Turnschuhpappel auch ganz klar, dass auch ein Exempel statuiert werden sollte, dass das Kräfteverhältnis oder das Machtverhältnis wieder klargestellt werden sollte von der Stadt zu der Bürgerinitiative. Wenn die Bürgerinitiative wieder sich durchgesetzt hätte, gewonnen hätte, dann hätte die Stadt einfach Schwierigkeiten gehabt, bei jedem weiteren Fellvorhaben ihre Glaubwürdigkeit zu wahren. Aus meiner Sicht ist die Glaubwürdigkeit sowieso stark angekratzt. Also wenn man zwei Gegengutachten hat und andere Leute, die sagen, dieser Baum, der war absolut standsicher und keine Gefahr für alle und die Stadt hält trotzdem daran fest, dann ist für mich wirklich die Glaubwürdigkeit nicht mehr gewahrt. Ich finde es betrüblich, bin eigentlich auch wütend, dass die Stadt da jetzt so wie eigentlich schon mal relativ schnell vollendete Tatsache schafft. Ich gehe davon aus, dass da auch im Hintergrund von der Stadt die Befürchtung gestanden ist, dass sie das möglichst schnell vom Tisch haben wollt, sozusagen der Baum, bevor die Initiative noch mehr Leute aktiviert. Also, was mir auffällt, jetzt zum einen in dieser Entscheidung vom Technischen und Umweltausschuss, die ja immer wieder zitiert wird, die sei demokratisch gefallen. Da stellt sich aber die Frage für mich, ob das legitim ist, eigentlich einen derartigen Drohpopanz aufzubauen vor der Sitzung, dass die Stadträte alle die Hosen gestrichen voll haben, wegen der Haftungsfrage. Und ich bin auch empört darüber, dass die Stadt einen Riesenaufwand getrieben hat, diese Fällung zu zementieren. Da hätte man den Fabian Dietricher vor 2,5 Jahren zahlen können, mindestens, dass der den Baum pflegt. Und dass einfach unter den Teppich gekehrt worden ist, dass sogar der eigene Gutachter von der Stadt, dieser Herr Wessoli, kein Problem gesehen hätte, den Baum zu erhalten. Wir müssen halt pflegen, nicht bloß umsägen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es da einfach auch um einen, da unterstelle ich einen Machtkampf in der Geschichte. Die Stadtverwaltung, die wird meiner Meinung nach gut dran tun, zu losen mit ihren Ohren. Aber das Einzige, was dazu die ihre Ohren haben, ist, dass man sie irgendwann einmal dran ziehen kann.
wenn ich sehe, wo das Geld ausgerührt wird, dann ist für mich nicht nachvollziehbar, dass man so einen Baum 2 Meter, das kann ich mit meinen Armen nicht fassen, dass man so einen ortsprägenden Baum nicht anständig pflegt, damit er weiterhin ein schöner Punkt ist in der Stadt. Jetzt, wo man diese mächtige Krone nicht mehr sieht, fällt erst auf, wie die Architektur außerum auf einmal das Einzige ist, was rechts und links vom Rhein prägt. Dieses grüne Idyll im Sommer ist einfach weg. Und das macht mich grätig wie die Sau. Das Ökologische geht meiner Meinung nach auch unter von den Leuten von der Stadt. Die führen zwar die Ökologie voll stets publikumswirksam im Munde, aber wenn es dann drum einmal geht, ehrlicherweise der ökologische Wert von so einem Riesenbaum mit 27 Meter Höhe, Fabian Dietrich hat es glaube ich geschätzt, 27 hoch, 27 Durchmesser Krone, das ist ein Riesending. Das ist mit den lächerlichen 2 Eichen, die sie da gesetzt haben, nicht auch nur zum 100. ausgeglichen. Mir ist noch eins aufgefallen, wenn man direkt da draußen vor diesem Riesenbaumstumpen steht, also auf der anderen Seite von der kleinen löcherigen Straße, relativ kurz davor vor diesem Baum und schaue die 2 Eichen rechts und links an, dann finde ich, hat es eine frappierende Ähnlichkeit mit einem Grabmal oder Siegesdenkmal, wie das Ding aufgebaut ist. Das hat etwas vom Altar, dieses Ding. Und ich weiß nicht, wann auf deutschem Boden die letzten Siegesdenkmäler gebaut worden sind, aber das hat mir, finde ich, das optische Potenzial zum Siegesdenkmal der Verwaltung über die Bürger und der grüne Gedanken. Das war's. Den Turnschuhbaum, den Ex-Turnschuhbaum, kenne ich eigentlich schon seit meiner Jugend, weil ich bin da nebenan auf die Schule gegangen. Und wenn ich Besuch hatte, habe ich auch gesagt, komm, wir gehen an den Turnschuhbaum. Wie, Turnschuhbaum? Ja, kommt einfach mal mitgucken. Ah, oh, so ein großer Baum, toll. Ja, weiß noch nicht, was wir jetzt machen. Was soll ich jetzt in Zukunft sagen? Wir gehen dahin, wo die Stadt gewütet hat, damit man mal sieht, wo das hinführt. So, was mich jetzt ein bisschen wundert, warum die Stadt eigentlich immer so viele Bäume abhacken lässt, wollen die denn vielleicht die erste baumfreie Stadt in Deutschland werden? Ich meine, es wäre ja toll, andere geben Geld als für Kultur. Und wir hauen einfach die Bäume ab, macht sich bestimmt gut, so auf dem Stadtwappen, erste baumfreie Stadt in Deutschland, wow. Beeindruckt, aber als ich dann direkt vom Baum stand, habe ich gemerkt, was das für ein Umfang ist und was das für eine wirklich Baumpersönlichkeit auch ist. Also es war nicht irgendein Baum. Das war leider hinterher jetzt nicht zu verhindern, auch wenn wir auf dem Platz waren und haben vielleicht 2,5 Stunden die Fellmaßnahmen unterbrochen. Aber wir haben es letztendlich nicht geschafft, den Baum zu retten. Und als wir auf dem Platz waren, kam auch irgendwann ja die Polizei. Und ich habe mich erinnert, wie ich den Baum zuerst gesehen habe. Und die Polizistin, die dabei war, die stand ziemlich weit ab und war skeptisch. Und ich habe zwar gemerkt, sie ist interessiert und also macht nicht nur ihren Job, sondern guckt auch, was das wirklich für ein Baum ist, für den da gekämpft wird. Und dann habe ich sie aber rangenommen, habe gesagt, hier komm mal mit. Ich zeigte den Baum mal von der Nähe aus. Und da hat man direkt gesehen, wie sich ihr Ausdruck verändert hat, weil sie so beeindruckt war von dieser Stammumfang, von diesem, ja, wie ein Riese wirklich, wie ein Riese, der vor ihr stand. Und also ich habe gemerkt, sie hat zumindest auch angefangen, darüber nachzudenken, wieso wir diese Aktion gemacht haben und waren nicht nur gekommen, um uns da wegzuschieben. Da müssen wir uns vieles ändern. Also wir institutionalisieren unsere Bürgerinitiative jetzt für Rechtliches, für den Baum. Der Baum, der
den Baum schützen, was können wir da jetzt unheimlich verbessern. Wir werden als Bürgerinitiative ein kulturelles Großprogramm machen, wo die Bürger jeden Monat oder zwei Monate Events oder tolle Vorträge, Gespräche über Bäume haben. Wir werden auch spontan als Retterinnen und Retter auftreten, jetzt sind wir schon so Profis, wenn wieder sowas passiert. Also wir haben drei Punkte, die uns jetzt sozusagen, ich weiß nicht, für immer soll man nicht sagen, aber lange beschäftigen werden und wo wir aktiv bleiben.